Hallo Camperfreaks! So, ich bin. So, zeige ich mich mal, ich bin der Perry und das ist der Günni. So, jetzt drehe ich mal die Kamera wieder. So, sorry, das wird heute ein bisschen hemdsärmlich. Hemdsärmlich, das Video. So, der Günni ist bei MAN Truck & Bus. Ja, wir fahren ja bald nach Griechenland. Ist ja bald soweit und da kriegt er jetzt seine Inspektion. Hätte er noch 10.000 Kilometer locker. Aber wir ziehen das jetzt vor, weil es sind ja ein paar Kilometer, die wir da runterreißen. Kleiner Fun-Fact am Rande. Ja, das ist es hinten, die TÜV-Plakette. Die ist abgelaufen. Die galt nur ein Jahr, obwohl er es im April 22 zugelassen worden ist. Ist die TÜV-Plakette abgelaufen. Ja. Müssen wir jetzt zur Zulassungsstelle, dass wir mal eine richtige, weil 2 Jahre muss er ja locker, gilt die ja. Und müssen wir mal klären, woran das liegt. Ja, der kriegt heute Ölwechsel, dann machen wir den Bohlenfilter noch und natürlich die richtige Inspektion. Dann kriegt er noch die neue MAN-Software aufgespielt. So, da bin ich wieder. So, da seht ihr mich wieder. Die neue MAN-Software kriegt er dann aufgespielt. Weil mit dem iPhone so ein bisschen, das hat zwar alles super geklappt, aber auch die Kopplung, überhaupt kein Thema, aber die Karten an sich von Google Maps zum Beispiel, die war dann irgendwann, nach 5 bis 10 Minuten war die komplett verschwommen, da muss man wieder auf App drücken, auf das Tastensymbol und dann ging es auch wieder, aber immer so alle 5 bis 10 Minuten muss es wiederholen und das nervt einfach und da muss einfach eine neue Software drauf und dann geht's wieder. 2 Stunden werde ich jetzt schauen, wie ich mir hier die Zeit vertreiben kann und ja, und da hoffe dann kann ich Günni wieder in Empfang nehmen und dann schnellstmöglich bei der Zulassung auch einen Termin vereinbaren, so dass wir hier Günni die richtige Plakette verpassen können. Ja, schauen wir mal, was der Meister dann später sagt, so in circa 2 Stunden und hoffe, ich kann ihn dann wieder wohlbehalten wieder abholen. Also ich war jetzt hier ein paar Meter jetzt spazieren, aber ich glaube die 2 Stunden werde ich jetzt hier im Wartezimmer des MAN Truck & Stop Zentrums hier, Werkstatt, wie auch immer, das man nennen mag, Service Center, so rum. Und wollte ich mal zeigen hier, so sieht Günni als Kastenwagen aus. Und ja, hier haben wir einmal die Lichter, die Günni hat. Also die ganze Mal, die wollte ich immer austauschen, die gab es damals nicht. Also hier die Voll-LED-Scheinwerfer. Das sind die neuen, obwohl ich mit denen jetzt super glücklich bin. Und die passen sowas zu Günni. Also ich wollte sie austauschen danach, sobald die hier wieder verfügbar sind. Aber das werde ich jetzt schön sein lassen. Deswegen bleibt Günni so wie er ist. Er kriegt keinen Facelift, braucht er überhaupt nicht. Ist ein hübsches Fahrzeug und hier nochmal als ja, so Baufahrzeug hinten halt mit einer, wie sagt man, Bühne, Trage, keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine. Also jedenfalls das da hinten, das wird ja, haben wir ja damals bei Knaus gesehen, das wird ja hier so geliefert, komplett da unten, nur der Aufbau und darauf kommt dann ja, das ganze andere Zwischenstück dann rein. Und ja, toll. Also ich bin mit Günni, mit dem MAN sehr, sehr zufrieden. Ich bin glücklich. Habt aber auch den Fiat Ducato damals getestet, als wir uns mal für 2 Tage waren das bei San Mobicas einen Knaus auf Fiat Ducato Basis leihen mussten. Der war auch spitze, muss ich dazu sagen. Also hat sich super toll gefahren. Also tolles Fahrgefühl. Und ja, bin jetzt auch gespannt, was sie uns gleich sagen oder was sie mir gleich sagen werden, so rum. Ich bin ja alleine heute hier, was sie mir jetzt sagen wird, ob alles gut verlaufen ist. Aber an dem Fahrzeug war ja überhaupt nichts dran. Außer wie gesagt, das Software-Thema da, aber das wird dann hoffentlich heute geklärt. Und genau 1-2 Mal hat er stechend nach Gummi gestunken.
Ich hatte damals auch gleich bei MAN angerufen. Die meinen, das ist nichts, das sind nur die Bremsen, die entlüften sich so alle 1000, 2000 Kilometer. Aber ich habe trotzdem nochmal darum gebeten, die sollen sich das nochmal anschauen heute, weil uns ist das wichtig. Das muss nämlich alles Pico Bello Taco sein beim Güni. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Gut, heute meine Regel, dass die Jungs hier die Schuhe ausziehen, habe ich jetzt sein lassen, aber ich habe alles so präpariert, dass sie eigentlich nirgendwo drauf treten können, wo ich irgendwo Ölflecken oder irgendwas habe, weil ich mag das überhaupt nicht. Aber der wird danach ja auch picobello sauber gemacht, der Güni, also ja, habe alles auch dabei. Aber die große Reinigung folgt erst in 2 Wochen. Dann wird er wirklich grundgereinigt vom Allerfeinsten. Und da muss ich mich nochmal schlau machen, was den Wassertank betrifft. Den würde ich gerne mal desinfizieren, aber im Jahr sollte man das machen. Vor allem wenn jetzt, wie sagt man so schön bei Campern, habe ich jetzt gelernt, wenn die Saison beginnt. Aber wir sind ja Vollzeit-Camper schon fast. Also haben wir eigentlich keine Saison, wir nutzen ihn ganzjährig. Und ja, dann werde ich mich da mal schlau machen. Wenn ihr Tipps habt zur Reinigung eines Wohnmobils bzw. auch zur Reinigung des Wassertanks, schreibt bitte das gerne in die Kommentare. Nochmal vielen lieben Dank an alle, die uns bei unserem Güni-Special, also seinem Geburtstag, seinen ersten Runden, Entschuldigung, keine Runde, sondern erster Geburtstag, mein Gott, was ist los, Perry, noch Tipps gegeben haben zu dem Mülleimer wegen der Aufbautür, weil das hat mich so genervt. Da gab es richtig tolle Tipps und die werden wir auch beherzigen, einmal auf Insta und einmal auf YouTube. Also vielen, vielen lieben Dank an die beiden da draußen. Vielen Dank für den Tipp. Also sowas hilft uns weiter. Also immer schön in die Kommentare reinschreiben, wenn ihr Tipps habt oder Verbesserungsvorschläge oder was auch immer. Immer schön reinschreiben und nicht vergesse, abonnieren. Aber jetzt warten wir noch mal ein bisschen ab, was jetzt aus dem Güni wird. Also geht gleich weiter. So, Güni kann hier auch aufgehübscht werden, habe ich jetzt gerade gesehen. Zeige ich euch mal. Also hier außen mit so roten Leisten am Kühlergrill, Blende. Und hier an den Blinkern. Und hier kann man auch, okay, bis zum gewissen Teil, weil dann beginnt bei mir ja schon, also da oben, sorry, hier so ein Zierstreifen, aber da beginnt bei uns ja schon der Aufbau dann. Also wird es ein kurzer. Die Chorfolie Rot heißt es hier bei MAN. Also man kann so einiges hier updaten. Ja. Und dreht das mal wieder. Ich bin noch am Warten. Wir haben jetzt, also ich bin jetzt seit ungefähr 1,5 Stunden. Ich hoffe, er ist jetzt bald fertig mit der Inspektion. Ich könnte mir aber auch hier ein Fahrzeug mieten für 15 Euro, das ist völlig in Ordnung, aber ich habe gesagt, hey, brauche ich nicht, wenn das nur 2 Stunden dauert, in Anführungsstrichen Inspektion für das Fahrzeug, dann warte ich hier. Und das ist ja auch schön hier, also hier ein Kaffee und so, und da hinten kann man sich noch was holen, bei einem kleinen Kühlschrank da, und die sind auch hier sehr, sehr freundlich. Aber ich kenne auch den MAN in Wiesbaden, Truck and Service. Der ist etwas größer, auch der Raum. Aber das ist ja nicht schlimm. Nur weil es größer ist, ist es auch nicht besser. Aber es ist genauso gut. Also ist beides wirklich gut. Und ja, warten wir mal ab. Ich werde noch ein bisschen Lektüre lesen. Da gibt es ja noch einiges, was ich noch nicht gelesen habe. Da ist er wieder, der Güni. So, wurde alles gemacht. Bis auf Software, da muss ich nochmal herkommen. Das hat jetzt von der Zeit her nicht gereicht. Ich bin ja froh, dass die Jungs das hier in 2,5 Stunden gemacht haben. Also picobello wieder alles am Güni. Und ja, ich muss ja ein bisschen sauber machen, weil hier, das hier wird ja auch geöffnet. Auf der anderen Seite auch. Wir hatten hier zwar hier die Dinger hier, die wir hätten dann waschen können, aber war ja klar, dass die Jungs da dran müssen. Ihr seht es ja auch da, sieht man das. Da sind ja so Haken, also beziehungsweise so Öffnungsdinger da. Und hier auch, hier, das wird dann geöffnet, halt, damit man einen besseren Zugang hat zu gewissen Dingen am Fahrzeug. Aber alles top, und ihr seht es ja hier, wir machen mit den Allzwecktüchern, mache ich jetzt alles wieder picobello sauber, weil Schuhe haben hier nichts verloren. Aber ich kann ja nicht von allen verlangen, dass sie hier ohne Schuhe reingehen. Aber ich hoffe dann, ich kriege es richtig, richtig sauber. Da wird ja nochmal richtig sauber gemacht, der Güni. Und so, dann seht ihr mich jetzt auch mal wieder. Hoppala, ich muss immer hier das iPhone drehen, weil heute bin ich nicht mit der Sony FX30 oder mit dem anderen Gedöns, was ich alle so habe an Kameras,
sondern einfach jetzt hier spontan mit dem iPhone. Und ja, es einfach macht ja auch geile Videos, also von daher alles gut. Trotzdem, ihr kriegt die beste Qualität und dafür sorge ich dann auch. Also, Güni ist fit, alles in Ordnung mit Güni. Und ja, MAN-Truck, Bus-Service, ganz lieben Gruß hier in Mainz. Ganz liebe Menschen hier, also von A bis Z, super zufrieden, super glücklich auch. Sehr, sehr nett, sehr aufmerksam, Kaffee aufgefüllt, Wasser trinken, was du willst, alles gemacht. Ja, was man machen muss, damit man sich wohlfühlt. Also wir kommen wieder nach Mainz zu MAN Truck & Bus, aber wir möchten auch Wiesbaden, damals, wo ich am ersten Tag war, auch nicht missen. Die sind auch völlig in Ordnung, war auch toll. Aber hier die Mainzer, das hat richtig Spaß gemacht. Also wir sehen uns spätestens in ein, zwei Wochen, wo dann die nächste Software, das Software-Update drauf muss, weil das hätte ich gerne noch vor Griechenland. Also abonniert unseren Kanal, lasst einen Kommentar da, ein Like gerne auch, wenn euch das Video gefallen hat. Und ja, bis zum nächsten Video. Macht's gut, euer Perry von den Camperfreaks.